Heute bei uns zu Gast im Roosters Kabinengespräch Wolfgang Brück, geschäftsführender Gesellschafter der Iserlohn Roosters. Und erste Frage, Hand aufs Herz, Wolfgang Brück. Die vergangene Saison, war es die schwerste Spielzeit in 25 Jahren Iserlohn Roosters? Es war eine außergewöhnliche Saison. Ich sag mal, eine Saison wird ja immer geprägt eigentlich mit dem sportlichen Ergebnis. Das war in Anführungsstrichen enttäuschend und dementsprechend sicherlich auch negativ. Eine schwere Saison, aber was hinzukam, war natürlich die Trainerentlassung, die auch nicht üblich ist, zumindest in unserer Historie in den letzten 25 Jahren, und dann die sehr plötzlich schwere Erkrankung unseres sportlichen Leiters. Sie sagen es, Trainer entlassen, der sportliche Leiter fiel aus, die Mannschaft präsentierte sich auch nicht immer als Einheit. Stößt man da auch als Gesellschafter, als geschäftsführender Gesellschafter an seine Grenzen? Unterbrüstung dessen, was ich gerade gesagt habe, dass eben die Besonderheiten auch waren, war es natürlich auch für die Menschen und damit auch für mich, die in der Verantwortung stehen und standen, eine außergewöhnliche Saison, die auch sicherlich von der Zeit und vom Umfang und vom Druck her besonders stressig waren. Gerade in dem Moment, als der sportliche Leiter ausfiel, ist diese Position ja sehr wichtig und vor allem ist vakant gewesen. Dadurch kam eine höhere Belastung auch bei den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle. Es mussten viele Dinge organisiert werden. Es musste während der Saison auch schon Entscheidungen getroffen werden, gerade was die sportliche Ausrüstung für die nächste Saison betrifft. Solche Entscheidungen trifft man ja eigentlich noch während der alten Saison. Also von daher war es gerade für mich sicherlich auch von der Belastung außergewöhnlich. Ein weiteres Thema, was die Saison geprägt hat, war die Torhüter-Situation, die Torhüter-Diskussion rund um Matthias Lange. Sie haben sich aufgrund der angeprangerten mangelnden Kommunikation im Rahmen der Abschlussfeier dafür entschuldigt bei den Fans, haben da viel Respekt auch wieder zurückgewonnen. Das war ja nicht nur der Grund für die Entschuldigung, es war ein Signal. Muss man auch mal Fehler eingestehen? Zu dem Thema solches vorab ist es sicherlich so gewesen, das habe ich ja schon mehrfach und auch bei dieser Veranstaltung zum Ausdruck gebracht, dass Entscheidungen getroffen werden müssen und manchmal auch unpopuläre Maßnahmen oder Entscheidungen getroffen werden müssen. Aber das, was Sie ja richtigerweise ansprechen, ist das, was die Fans eigentlich erwarten können, ist einfach der Umstand, dass man etwas erklärt und dann kommuniziert, warum man Entscheidungen trifft. Und diese Kommunikation hat sowohl intern gegenüber den beiden Torhütern als auch extern gegenüber der Öffentlichkeit nicht in der Form stattgefunden, wie ich es mir gewünscht hätte. Und zu der Frage, ob man auch Fehler eingestehen sollte, selbstverständlich sollte man Fehler eingestehen. Es ist ja nicht eine Schwäche, letztendlich, wenn man zu seinen Fehlern steht und die auch mal äußert. Und ich finde es eher eine Stärke, weil man damit zum Ausdruck bringt, und das ist ja auch, was eigentlich für die Zukunft wieder Vertrauen schaffen kann, dass der Fan sieht, okay, der erkennt, dass da was auch nach seiner Meinung falsch gelaufen ist, das erkennen die Verantwortlichen, das erkenne ich und das dokumentiere ich in dem Moment. Also von daher finde ich das sehr, sehr wichtig. Und die Menschen können sicherlich davon ausgehen, dass ich mit mir, soweit es meine Verantwortung betrifft, sicherlich immer auch sehr kritisch da umgehe und auch bereit bin, Dinge zu hinterfragen und dann auch mal Fehler einzugestehen. Sie sagen es, Sie nehmen einiges mit aus diesen Erkenntnissen, aus dem, was passiert ist. Was darf sich aus Ihrer Sicht da nicht mehr wiederholen? Naja, dieser hohe Anspruch, was ich gar nicht mehr wiederholen darf oder nicht mehr, das ist so ein bisschen negativ besetzt. Ich denke, was lange gedauert hat, aber was mir klar geworden ist, ist einfach diese Thematik Kommunikation, dass die Fans, viele Sponsoren auch, einfach immer so ein bisschen in Zeiten, das sage ich immer so ein bisschen einschränkend, auch wo wir sportlich nicht so viel Erfolg hatten, einfach erwartet haben, dass wir mehr den Menschen, die eben diesen Sport leidenschaftlich lieben, erklären, warum und wieso bestimmte Handlungen passieren, warum Maßnahmen, Entscheidungen getroffen werden, warum auch vielleicht schlechte Ergebnisse zustande kommen. Und das ist eine Erkenntnis, wo ich sage, da müssen wir zukünftig extrem stark darauf aufpassen, dass wir dieses Informationsbedürfnis, das Kommunikationsbedürfnis einfach stillen. Da geht es mir gar nicht darum, ob die Menschen zum Schluss immer sagen, ja, das finden wir alles toll und das verstehen wir, warum ihr das so macht oder wir teilen eure Auffassung. Aber einfach über den uns zur Verfügung stehenden Kanälen einfach mitzuteilen, warum und wieso wir, schrägstrich die insoweit verantwortlich und vor allem im Bereich zum Beispiel Entscheidungen treffen. Und das ist etwas, was ich sicherlich sehr viel stärker zukünftig im Fokus haben werde. Sie sprechen die Menschen rund um den Salazar, rund um den Verein, die Fachleute, die Kritiker, alle, die Sache verfolgen. Hat es Sie da
auch mal geärgert, dass Stimmen laut wurden, die ihnen das irgendwann nicht mehr zugetraut haben, Geschäfte zu führen? Ob das mich ärgert oder nicht, ist eigentlich gar nicht von Relevanz, weil zum Schluss natürlich nehme ich Stimmungen auf. Das wäre ja komisch, wenn ich als Mensch nicht irgendwelche Äußerungen mitbekäme. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass ich nun seit 25 Jahren diesen Job mache. Und ich glaube, in der Liga gibt es nur einen, nämlich der Kollege Siegel aus Augsburg, der so lange dabei ist wie ich. Also von daher fände ich es vielleicht gar nicht ganz so schlecht, wenn die Leute aufgrund dieses langen Zeitablaufes vielleicht in solch kritischen, außergewöhnlichen Saisons, wie wir es am Anfang besprochen haben, ein bisschen Vertrauen in diesen Menschen haben und auch in die anderen Menschen, zum Beispiel Josef Joost, der auch schon seit 2000 dabei ist, und die anderen Gesellschafter, wie Eddie Hinrich, die seit 40, 50 Jahren dabei sind. Also von daher Menschen, wo man sagen kann, naja, wir können denen schon eigentlich so ein bisschen vertrauen, denn die haben über viele Jahrzehnte, betone ich, gezeigt, dass sie nicht alles falsch machen. Und auf der anderen Seite, dass sich die Menschen aber dann vielleicht Sorgen machen oder ja, eine gewisse Kritik auch an mir üben. Ich denke, das gehört zum Geschäft und das ist auch etwas, was mir zum Schluss ja auch zeigt, dass sie mit dem Club mitfiebern und auch Emotionen dem Club gegenüber zeigen. Und da kann ich total mit umgehen. Und wenn das auch mal im Grunde dann mit ja, Kritik mir gegenüber mündet, oder dann bin ich da nicht persönlich ehrlicherweise so betroffen. Da brauchst du keine Sorgen machen. Wolfgang Brück, Geschäftsführer der Gesellschaft der Roosters, in unserem Kabinengespräch heute zu Gast. Es klang schon durch, am Ende der vergangenen Saison ging es auch schon um den Neuanfang. Und über den sprechen wir morgen im zweiten Teil des Kabinengesprächs mit Wolfgang Brück.